Servus, Patrick hier auf dem Pixel und Spätzle Kanal. Heute mal ein neues kleines Quick Tips Video, nämlich zu den Prop Guards von der DJI Mini 1 an der Mini 2. Das war ja im letzten Video, in dem Frage-Antwort Video, da habe ich die Frage nicht so ganz beantwortet, deswegen möchte ich das jetzt ganz kurz nachholen. Die Prop Guards von der Mini 1 passen an die Mini 2. Hier seht ihr das schon mal zusammengebaut. Die werden hier, ich weiß jetzt nicht, ob man das gut sehen kann, einfach an die Arme dran geklipst und ja, dann sollte das eigentlich kein großes Problem sein. Ich habe es bei mir ganz kurz mal ausprobiert in der Wohnung und habe keine Probleme feststellen können. Ja, aber ich zeige euch das natürlich auch gerne mal live auf der Kamera. Take off. Okay, soweit keine Probleme aufgetreten. Es kann natürlich sein, dass man dann eben noch diesen Zuladungsmodus aktivieren muss, weil die Dinger sind auch nicht so ganz leicht, um ehrlich zu sein. Das bedeutet natürlich auch, ihr kommt damit über die 250 Gramm Grenze, aber ich würde sowieso empfehlen, die Dinger eher nur für innen zu benutzen, wenn man halt irgendwo durch kleinere Räume oder so durchfliegen will, dann ist es wirklich ganz hilfreich, dass man dann eben nirgends anstößt und die Drohne oder andere Sachen kaputt macht. Ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Aus meiner Sicht funktionieren die. Habt ihr ja gerade gesehen. Das heißt, ihr könnt euch die dann auch besorgen, wenn ihr die gebraucht bekommt. Sind aber auch nicht besonders teuer im DJI Store. Ich verlinke euch die auch mal unten in der Videobeschreibung. Das war's dann zum heutigen Quick Tips Video. Wenn dir das gefallen hat, wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann Daumen nach oben nicht vergessen. Abonniere auch gerne meinen Kanal, um in Zukunft noch mehr Videos zu sehen. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal und bin raus für heute. Ciao.